So, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Interview. Heute haben wir einen sehr interessanten Gast da, und zwar den Dominik. Der Dominik war 12 Jahre lang in der Fraud-Szene aktiv. Das heißt, er hat Kreditkartenbetrug begangen, er hat Phishing gemacht, er hat Leute angestellt, um Pakete weiterzuleiten, die er gekartet hat. Lauter solche Sachen, und hat im sehr großen Stil Internetkriminalität begangen. Und der Dominik hat sich bereit erklärt, hier ein Interview zu geben. Der Name ist geändert. Der Dominik wird auch nicht, wird auch unkenntlich gemacht, einfach um ihn zu schützen, weil in der Fraud-Szene wird es natürlich nicht gerne gesehen. Ich habe aber vorher die Anklageschriften bekommen und habe natürlich auch seine Infos verifiziert. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Und wir werden mal sehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Also, wir haben den Dominik heute hier. Der Dominik hat über einige Jahre Kreditkartenbetrug gemacht, also Fraud im Allgemeinen, Kreditkartenbetrug, Phishing und so weiter. Wurde auch verurteilt deswegen. Und ja, Dominik, stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Dominik, ich bin um die 30 Jahre alt, habe aktiv 12 Jahre lang Cybercrime gemacht, davon heftig 8 Jahre, richtig Vollgas jeden Tag. Bin auf sämtlichen Boards gewesen. Leute, die sehr aktiv waren, werden dort im Laufe der Geschichte einen Namen draus ziehen können, worauf ich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genau eingehen kann, aber die Leute, die es sich denken können, die werden es dann auch wissen. Und du Ja. hast ja, du wurdest dann, also du hast ja wirklich über Jahre, du hast mir ja die Anklage geschickt. Bei euch gingen ja auch die Ermittlungen relativ lange. Und da waren Ja. ja auch, ich sag mal so, die Anklage wird wahrscheinlich so die Spitze des Eisbergs sein, ne? Und es war ja Richtig. schon ein relativ hoher Schaden, sage ich mal. Da gab es ja diese Anlagen mit den Listen, was ihr so gekartet habt. Und so, der Großteil waren ja wirklich MacBooks, iPhones und so weiter und so fort, ne? Was mich Ja. jetzt mal so am Anfang interessiert: Wie bist du eigentlich in diese ganze Fraud-Szene gekommen, ne? Was hat dich bewegt? Wie war dieser Weg bis hin zu diesem Ausmaß an Kreditkartenbetrug? Also, ja, begonnen habe ich damals im Habbo Hotel, wie viele Szene-User auch. Kurze Zeit darauf später wurde mein Account gefischt. Und ich habe mich dann ein bisschen damit befasst und gesehen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert, weil ich schon in frühen Jahren auch selber einen PC hatte und mich immer schon für die Technik dahinter interessiert habe. Habe ich dann kurze Zeit angefangen zu googeln und bin dann auch auf diese Sachen gekommen, PHP-Formulare, PHP-Formulare auswerten und habe dann in kurzer Hand ein eigenes Phishing-Skript für Habbo entwickelt und habe damit angefangen zu phishen. Und nach kurzer Zeit bin ich dort auf einen Kontakt gestoßen, der schon in diesem Bereich tätig war und habe mir da ein paar Ideen abgeschaut und habe dann selber mit einem Kreditkartenskript begonnen. Damals noch mit einem PHP-Mailer, also ganz einfach, was sich über die Zeit verändert hat. Und Ja. mit Phishing, du hast dich dann hauptsächlich auf Kreditkarten wahrscheinlich spezialisiert, oder hast du auch PayPals und Amazon oder sowas gefischt? Ja, na klar, also die Phishing-Methoden sind mit der Zeit, haben sich immer wieder verändert. Ich meine, hauptsächlich habe ich PayPal gefischt. Ich hatte aber auch verschiedene Skripte später von verschiedenen Banken, wo es um Telebanking ging, von der ING, von der Deutschen Bank, von Commerzbank. Dann haben wir teilweise mit Sky-Abos gefischt. Also es gab keine Methode, die dann nicht, ne, die dann. Ja, also sobald irgendwas Neues mit Methoden kam, hat man das ausgenutzt, sei es DSGVO oder ja, immer wieder, ja. Und was würdest du sagen, wie hat sich so dieses Phishing im Laufe der Zeit verändert? Ich sag mal so, die Banken und auch Amazon, eBay und so weiter, was früher gefischt wurde, die entwickeln sich ja weiter. Würdest du sagen, ist es heute schwieriger als früher? Schwieriger definitiv. Also heutzutage müsste man erstmal ein bisschen Geld verbrennen, um da reinzukommen.
Ganz so einfach ist es heute nicht mehr, da heute schon, ja, die meisten Leute, denke ich mal, nicht mal ein Mail-Skript schreiben können oder sowas. Und daran scheitert es dann schon bei den meisten Leuten. Und was ich glaube, ich glaube, die Menschen sind so ein bisschen mehr sensibilisiert, was Daten eingeben angeht, Definitiv, ne? definitiv. Aber ich lese ab und zu noch in den Foren und definitiv gibt es dort noch CCs und es geht auf jeden Fall weiter. Auch mit der Änderung mit dem B2B-Verfahren geht es immer noch weiter, Ja, ne? es war ja so, früher gab es ja nur Randoms, also Randoms heißt Kreditkarten ohne Mastercard Secure Code, die dann einfach so durchgehen. Und dann kam ja irgendwann Verified by Visa und Mastercard Secure Code. Und da haben die ja die Kreditkartenunternehmen, die Aussteller probiert, so diesem Phishing und diesem Nutzen, diesen Fremdnutzen von Kreditkarten irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Aber die Fraudszene hat dann einfach den Secure Code mitgefischt, ne? Oder einen vollständigen Richtig. Datensatz, sodass der Secure Code nur gesetzt werden konnte. Ja, oder bei Amex den Secure Key. Ja, Ja. genau. Deswegen an der Stelle ein paar Erklärungen. Also mit CCs sind immer Kreditkarten gemeint. Und ne, Phishing, denke ich, werden die meisten wissen. Phishing ist, ihr bekommt eine E-Mail von der Sparkasse, die sagen dann zum Beispiel, hey, Ihre Daten müssen verifiziert werden. Ihr gebt die Daten ein und dann kann es gut sein, dass eure Kreditkarte von jemand anderem genutzt wird, zum Beispiel zum Carding oder zum Filling. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das nur an der Stelle zur Erklärung. Und ja, du hast es ja, sag ich mal, wirklich professionell betrieben, dieses Phishing und hauptsächlich dann Kreditkarten. Und was habt ihr, wie waren so die Strukturen dann? Das ist ja relativ groß geworden, hattest du im Vorgespräch schon erzählt. Ja. Ja. Ich habe das später dann mit einem Kollegen zusammen betrieben. Ja, welcher die Schreibarbeiten übernommen hat, also Domains registrieren, die Domains pointen, dann die Domains shorten. Ja, und ich habe das Wesentliche übernommen, die Skripte umschreiben, Mail-Skript schreiben, SMTPs besorgen, dann wiederum das Versenden. Das Coding für die Admin-Panels, wo die CCs ankommen. Dann habe ich teilweise auch noch für viele andere User in der Szene gefischt, die mir ihre Domains gegeben haben, worauf ich dann geballert habe. Ja. Und wie viele Kreditkarten sind da so im Schnitt reingekommen, wöchentlich, täglich? Täglich, also ich habe täglich gefischt, 7 Tage die Woche. Und es sind so im Schnitt. Ja, ich muss das per Jahre sagen. Also so um 2013 rum kamen über Nacht so um die 200, 250 CCs rein, was später 2015 dann nur noch 75 bis 100 waren. So, ja. Und was hast du mit den Kreditkarten gemacht? Es gibt ja, ne, in der Fraud-Szene gibt es ja Leute, die verkaufen die Kreditkarten, manche nutzen das selber fürs Carding oder fürs Filling. Was hast du Ja, gemacht mit richtig. den Kreditkarten? Also anfangs habe ich die einfach nur so als Seller auf dem Board verkauft, woraufhin dann ziemlich gute Feedbacks kamen und die CCs wurden immer mehr. Also ich hatte, als ich angefangen habe, die zu verkaufen, rund um die 3000 Karten, und am Ende waren es im Lock dann 12.000, ich konnte die einfach nicht mehr loswerden. Dann habe ich mehrere Shops auf CMW gegründet. Da kann ich auch jetzt leider nicht eingehen, aber jeder wird wissen, einer der größten Seller, der dann 2016 offline gegangen ist. Ja. Und halt auch noch viele andere Leute, die dort gute Karten verkauft haben, waren teilweise meine Karten, die den Bulk von mir gekauft haben. Genau, Ja. im Bulk kaufen heißt, die haben in großen Mengen bei dir quasi Karten gekauft, Kreditkarten. Ja. Dadurch sind die halt natürlich günstiger gewesen und die wurden dann quasi von diesen Sellern wieder verkauft, also geresellt im Endeffekt. Richtig, Und du hast richtig. gesagt, im Lockdown, bis wie lange hast du denn die Sache getrieben? Nicht im Lockdown, im Log, also in meinem Okay, CC-Log, okay, in dem okay. Ich Admin. habe schon gedacht, weil du hast ja gesagt, ich glaube, 2019 wurdest du dann festgenommen, ne? 2018, 2018, ja. genau. Aber da gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein. Also du hast am Anfang die Kreditkarten in Fraudforen verkauft. Und dann bist du aber auch irgendwann dazu übergegangen, die Kreditkarten selber zu nutzen, ne?
Richtig, richtig, ja. Als ich dann gemerkt habe, man kann die einfach nicht mehr loswerden, also egal wie viel die Leute gekauft haben, es sind mehr Karten reingekommen, als gekauft wurde. Und dann habe ich mir, ich habe im Forum auch immer gesehen, dass Leute gekartet haben, immer viel gelesen, misch das nicht mit deinem Real Life und dann auch immer nachgedacht, wie kann ich was aus der Sache schlagen. Und ziemlich zu dem Zeitpunkt 2013 kam die Masche mit den Paketagenten auf. Da waren wir auch einer der, ja, Szene-Vorreiter, sage ich mal, die das Ganze durchgezogen haben. Wir haben dann Firmen gegründet, wo die Leute dachten, sie sind wirklich ein DHL-Shop. Haben diese Jobs dann auf sämtlichen Börsen gestreut. Und ja, dann kamen die Bewerber rein, die wurden angenommen, abgearbeitet. Und dann waren die eigentlich ein eigener DHL-Shop und wir sind dann hingegangen und haben auf die Daten der Bewerber Vor- und Zunahme auf deren Wohnung gekartet. Und das deutschlandweit, also da, wo Bewerber kamen, da wurde es ausgenutzt. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, eigentlich deutschlandweit, kann man jetzt so nicht spezifisch sagen. Also ihr habt dann quasi Firmen gegründet, habt euch Mitarbeiter gesucht, in Anführungszeichen, und diese Mitarbeiter dachten, sie arbeiten als Paketshop im Endeffekt. Richtig, richtig. Als Subunternehmer für DHL, UPS, War aber DPD. nicht der Fall natürlich. Nein, nein, Ja. nein. So, und ihr habt diese Leute dann quasi ausgenutzt, um die Pakete zu empfangen im Endeffekt. Richtig, richtig. Und ganz kurz zum, ihr habt dann quasi auf diese Adressen gekartet. Kurz für die Zuschauer nochmal, Carding heißt nichts anderes, wie dass mit gestohlenen Kreditkarten in Shops eingekauft wird. Und diese Pakete werden dann gedroppt, das heißt entgegengenommen. Und meistens wird es dann verkauft und daraus wird dann Geld gemacht, ne? Das nur kurz zur Richtig. Erklärung. Und da hattet ihr im Endeffekt also ein Netzwerk an Angestellten, die dachten, sie arbeiten für DHL, UPS als Subunternehmer, habt da massenweise Artikel drauf gekartet, wahrscheinlich, ich habe es ja gesehen, iPhones, MacBooks, hochwertige Elektronik. Und wie lief es dann? Ja. Bohrwerkstaubsauger. Und wie lief es dann weiter? Habt ihr die dann, haben die das zu euch gebracht? Hattet ihr Läufer, die das abgeholt haben da? Wie habt ihr die Ware dann quasi zu Geld gemacht? Ja, wir haben in verschiedenen Methoden agiert. Wir hatten auf jeden Fall Packstationen auch und auch andere Szene-User, die wir gesucht haben, die dann weiterleiten. Als allererstes nehmen wir mal als Beispiel, wir hatten drei Mitarbeiter und haben die alle drei bekartet. Dann haben alle drei von denen den vierten Mitarbeiter als Versandadresse bekommen. Und dann haben alle drei von denen zum vierten versendet. Und der vierte Mitarbeiter hat, sage ich mal, 60 iPhones, 40 MacBooks, 20 Vorwerkstaubsauger und was nicht alles empfangen, die dann wiederum dort von einem Läufer abgeholt wurden oder an eine Packstation versandt worden sind. Je nachdem, wie viel das war, ne, ist schwer, so 100 Sachen an eine Packstation zu senden. Also in der Regel haben wir so Massendrops gemacht, wo dann ein Läufer hingefahren ist und dann halt wirklich mit einem geliehenen Transporter die Sachen abgeholt hat und dann war der Transporter halt voll, Also ihr ja. habt das im ganz, ganz großen Stil gemacht. Und diese Mitarbeiter, wurden die jemals bezahlt? Nein, Nein. nein. Also ist natürlich auch, ne, in der Fraud-Szene Das. werden, und ich weiß es auch, es gibt ja auch so Sachen wie zum Beispiel, früher war es ganz oft im Trend, dass man quasi Ausweise auch mitgefischt hat. Da hat man ja auch mit Ja, diesem dazu. quasi sich Job angeboten, Das ist schon. ne? Ja, Bewerbungsverfahren wird der Ausweis schon abgegriffen. Also Leute, wenn ihr eine E-Mail kriegt mit der Aufforderung bei einem Job, den Personalausweis in Vorderrückseite scannen zu senden, das ist nicht Ja, seriös. ganz genau, niemals die Scans senden, da kann richtig viel Unfug mitgemacht werden. Und es wird halt auch in der Fraud-Szene wie überall so das, sage ich mal, das Leid von den Menschen ausgenutzt. Ne? Das sind dann meistens Menschen, die irgendwie unbedingt einen Job wollen, irgendwie Ja, Geld nee. verdienen wollen und dann machen die auf einmal bei kriminellen Sachen mit und es kann passieren, dass da auch die Behörden bei denen mal vorbeigucken und sagen, hey, du hast hier irgendwie was Illegales getrieben. Ne? Ist Richtig, natürlich auch richtig. möglich. Deswegen an der Stelle nirgends die Daten eingeben, keine Scans vom Ausweis verschicken per E-Mail. Das ist fast immer unseriös. Zusätzlich habe ich noch ein bisschen für den Fame auf dem Board
Wenn wir dann mit einer Firma fertig waren, waren es als Beispiel 40, 50 Ausweise, die einfach for free ins Forum gestellt, ne? Und dann hatte jeder Zugriff darauf, ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr bewerbt euch irgendwo und dann haben tausende Menschen, theoretisch jeder, Zugriff auf euren Ausweis, wo ihr wohnt, wie ihr aussieht und so weiter. Deswegen, da muss man echt aufpassen. Das ist schon eine harte Sache. Ja gut, okay. Gehen wir zurück zu deiner Story. Ihr habt euch ein Netzwerk aufgebaut, habt massenweise gedroppt und diese Sachen wolltet ihr dann irgendwann zu Geld machen. Wie habt ihr das gemacht? Ja, ich hatte mehrere südländische An- und Verkauf-Mitarbeiter, also Besitzer, die also da wirklich rigoros angekauft haben, ohne Ausweis, ohne alles. Und da ist ein großer Teil hingegangen. Dann haben wir ab und zu Ferienwohnungen in den Niederlanden gemietet und da dann auch auf eBay und sowas verkauft. Ja, Okay. Und also. was, du hast neben dem Carding, habt ihr auch, hast du gesagt, Filling betrieben, ne? Kannst du da mal ein Ja. bisschen näher drauf eingehen? Ja, als das 2014, 15 nicht mehr ganz so lukrativ wurde, haben wir das ein bisschen umgestellt und die Masche geändert und dann war auch Bitcoin so ziemlich am Kommen in dieser Zeit. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir Firmen gegründet haben, die aussahen wie Bitcoin-Plattformen. Und da haben sich Mitarbeiter beworben als, ja, ich muss nochmal vorgreifen, Gerne. sorry. Bevor das Bitcoins kam, gab es noch Kredite ohne Schufa. Das haben wir dann ziemlich genutzt. Ja, und da dann die Leute unter falschem Vorwand einen Kredit versprochen, wenn die Verifizierungen per Posteident durchführen. Und dann war noch per Posteident. Und dann ging das mit dem Post-Ident zu Ende und es kam ein Video-Ident. Und dann hatten wir das erst mit den Bitcoin-Firmen gemacht, genau. Ja, und mit den Bitcoin-Firmen lief dann das so, dass die Leute ihre eigenen Konten gestellt haben. Da kamen Gelder drauf. Die haben sich dann im Namen von uns bei sämtlichen Börsen registriert und dann haben die Gelder empfangen, Coins gekauft und die auf unser Firmen-Wallet gesendet. Also in Anführungszeichen Firmenwallet. Ja. Okay, aber wie habt ihr dann die Bankdrops gefiltert? Also ganz kurz zur Erklärung, Bankdrops sind quasi Bankaccounts, Konten, die auf falschen Namen eröffnet werden oder von anderen eröffnet werden, wo dann ein Dritter Zugriff hat und diesen dann im Endeffekt auscasht, beziehungsweise das Geld illegal abhebt im Endeffekt, ne? Habt ihr dann auf Wechselstuben quasi gewechselt auf diesen Bankdrop, die Bitcoins, oder wie habt ihr das ausgecasht? Ausgecasht haben das für uns die Wix selber. Ne? Also wir haben die eingestellt, dass die denken, die sind Mitarbeiter in einer Bitcoin-Firma wie Bitpanda oder sowas und haben ihre eigenen Bankkonten gestellt. Okay. Ne? Somit hatten wir keine ganz frischen Bankdrops, sogar mit History, die ein bisschen mehr aushalten und teilweise natürlich auch eigene Bankdrops. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Methode offenlegen soll, wie wir das gemacht haben, weil ziemlich viele Forum-User das heute noch so machen, die Bankdrops erstellen. Hau rein, dann hast du auf jeden Fall mal was Gutes getan, weil die Methode dann auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Also eigene BDs haben wir erstellt, indem wir hingegangen sind und bei ID Now die Nummer vom Wick angegeben haben und beim Bankdrop unsere Nummer. Und dann auf unserer Nummer eine SMS-Weiterleitung zu dem Wick selber. Und das Handy, wo die SMS-Weiterleitung kommt, muss natürlich immer an sein, damit das funktioniert. Ja, und dann macht das Wick ID Now und in dem Moment, wo ID Now den SMS-Code sendet, kommt der kurz bei uns an und im gleichen Moment bei dem Wick. Also das Wick merkt gar nicht, dass wir im Hintergrund eigentlich Besitzer des Bankkontos So, sind. und das Ja. Wick, an der Stelle ist ein Opfer im Endeffekt, so wird es in der Fraud-Szene genannt. Und dieses Opfer denkt dann, er macht ein Konto auf. In Wirklichkeit gibt er dann aber den Token ein für euer Konto, das ihr eröffnet. Richtig, richtig. Okay, Wahnsinn. Ja, da hast du jetzt aber eine krasse Methode revealed. Ich hoffe, das sehen die ID Now Mitarbeiter und passen da ein bisschen was an, ne? Ist ja relativ leicht zu umgehen.
mit so einer Geschichte. Gut, super. Und du hast dann quasi das sehr lange gemacht. Was hast du so verdient während der Zeit? Was waren so deine Einkünfte? Ja, täglich zwischen 1000 und 2000 Euro, so in dem Dreh. Wenn man das jetzt so im Durchschnitt rechnet, natürlich waren die Cashouts viel, viel größer. Das waren dann meist, ich müsste das mal eben selber überschlagen. Damals war es das iPhone 5 und 6, zu diesem Zeitpunkt 7 auch noch. Also ich habe immer so, wenn das iPhone 1, 2 gekostet hat, das große, oder damals haben die am Tausender gekostet, habe ich dafür bekommen, so um die 700, 650 Euro. Ja, 10, also so, es waren meist so zwischen 30, 40.000 Euro, was dann in einer Woche, kann man so sagen, ja, davon musste ich noch ein Drittel abgeben, also so um die 30.000 die Woche, kann man sagen, ja. Und das hast du wie lange gemacht, alles? 12 Jahre? Ja, die ersten 4 Jahre waren Einstieg. Da hat man eher so kleines Geld verdient und 8 Jahre, wo es dann wirklich rund ging. Ja. Hattest du während der Zeit irgendwie einen Job? Hast du Ausbildung gemacht? Ja. Ich bin zur Schule gegangen und habe danach mein Studium angefangen. Ja, das habe ich noch nebenbei Und aus gemacht, deinem ja. Umfeld, Eltern, Freundeskreis und so, hat da keiner was gemerkt? Niemand. Ich habe die Regeln der Szene befolgt. Und da ist Regel Nummer 1 auf jeden Fall, dass man seinen Mund hält und niemandem was erzählt. Niemandem. Okay, du hast ja dann wahrscheinlich auch während dieser Zeit noch eine Zeit lang irgendwie zu Hause gewohnt, ne? Ja. Also ich sag mal so, so viel Geld sieht das Umfeld ja irgendwie. Wie hast du das erklärt? Hat dich da nicht deine Mutter mal drauf angesprochen oder deine Freundin oder? Ja, ich habe das ziemlich verborgen. Ich habe das echt für mich aufgemacht und teure Sachen gekauft. Ich benutze das gleiche Parfüm wie du. Solche Sachen halt. Gut, klar, na klar ist das dem einen oder anderen aufgefallen, aber da kamen dann Sachen wie, ich habe geerbt oder so kleine Notlügen. Ja. Und hattest du nie während der ganzen Zeit mal so das Gefühl, scheiße, ich mache hier richtig was Illegales, es gibt auch irgendwie, ich tue Menschen um ihr Geld bringen, vielleicht haben Menschen irgendwie Geldsorgen wegen mir oder gerade diese Leute, auf die du Bankdrops erstellst oder die Ausweise nimmst, hattest du das während dieser Zeit oder würdest du sagen, du warst da irgendwie so in dem Film? Ich war da in einem Film, mir ist eher einer abgegangen, wenn man wieder einen gefickt hat. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Riesenproblem in der Szene, dass das diese Frau-Szene und auch Darknet, das catcht so Jugendliche. Und wenn man da mal drin ist, dann ist das alles eher wie so ein Spiel. Also aus meiner Erfahrung raus. Würdest du das so, auch so sagen? Meint auch. Richtig, richtig, auf jeden Fall. Ich habe anfangs hat man natürlich auch mal von Bast gelesen oder sowas. Aber irgendwann kommt der Punkt, da fühlt man sich so selbstsicher, weil man die ganze Zeit denkt, nein, die kommen nicht an mich ran, die merken es nicht. Und es kam ja auch nie was, ne? Ja, und dann wird man halt selbstsicher und geilt sich daran noch auf, dass man die Leute alle so hinters Licht führt und denkt, man ist der König, von SE. Ja. So. Also SE zur Erklärung Social Engineering. Das heißt, Menschen zum Beispiel überreden, dass sie ein Bankkonto eröffnen, dass sie den Ausweis senden und so weiter. Also du sagst, du hast dich sehr sicher gefühlt. Für dich war das eher so ein Spaß, ne? Das ist ja auch in der Fraud-Szene so. Den Leuten macht es Spaß, die Leute zu ficken. Ja. Aber es ist ja dann irgendwie anders gekommen, ne? Man hält sich da für den King, aber auch du wurdest dann irgendwann erwischt. Ja, durch einen Fehler von mir. Also ich habe immer meine Sachen online mit Online-Leuten gemacht. Und in meinem Umfeld gab es jemanden, der in ziemlich finanziellen Problemen gesteckt hat. Ja, und den habe ich dann mehr oder weniger eingeweiht. Also nicht wirklich, was da im Hintergrund passiert, so, sondern habe ihn dann gebeten, mir ein bisschen zu helfen mit den Paketen und sowas, dass er da mal mit abholt. Und habe daraus die Kette gebildet, dass er eigentlich, er war zu nah an mir dran. Ich hätte das weiter online machen sollen, dann hätte ich wahrscheinlich nie Probleme gehabt. Glaubst du ehrlich, dass du nie Aber Probleme er gehabt hättest, wenn du es nur online gemacht hast? kann ich so, nein, 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 kann ich so nicht sagen. Nein, nein, nein.
Es hat sich so angefühlt, so wollte ich Ja, das das ist sagen. nämlich Ne? dieser Trugschluss, weil, also auch ich habe aus meinen Verfahren gemerkt und auch aus den Ermittlungsakten, dass die Behörden deutlich mehr drauf haben, als man denen so zutraut in der Fraud-Szene. Muss man ehrlich sagen. Ja. Ja. Ja, gut, damals muss man sagen, waren die Systeme nicht ausgereift. Die haben aber im Jahr 2014, 15 extrem aufgerüstet und dann wussten die auch Bescheid. Ne? Also da haben die sich echt hintergeklemmt. Ja. Und ja, also definitiv. Also du hast quasi, du sagst ja selber von dir, du hast einen Fehler gemacht, indem du quasi einen Menschen aus dem Real Life da eingeweiht hast. Und wie kam es dann zu den Ermittlungen und zu der Verhaftung? Zu den Ermittlungen kam es in dem Fall laut der Ermittlungsakte, dass der Läufer, also dieser Kollege von mir, nennen ihn jetzt Läufer, sein Handy mit seinen echten Daten quasi dabei hatte, als der Pakete abholen gegangen ist. Und daraufhin, dass dieses Handy immer wieder in verschiedenen Städten in den Funkmasten nahe der WIX eingeloggt war, konnte man darauf schließen, dass diese Person ein Abholer ist. Also ne, als Beispiel, er holt in der Stadt in Bayern, in Erdingen irgendwo was ab und er ist in diesem Funkmast eingeloggt. Und auf einmal ist er in der Eifel irgendwo in einem Funkmast eingeloggt. Und da ist auch wieder dieser Schaden entstanden aus diesem Muster. Und das bei, ich müsste jetzt lügen, aber auf jeden Fall über 10 von diesen Opfern war in diesen Funkmast eingeloggt, woraufhin man ihn ganz klar als Abholer identifizieren konnte. Und ab da haben die Ermittlungen ihren Lauf genommen, dass man eine Observierung gemacht hat, TKÜ, also Also die haben ihn ja. quasi nicht direkt hops genommen, sondern die wussten, wer er war, haben dann sein Handy überwacht, ihn observiert und so kam er dann schlussendlich auch zu dir. Ja. Ja, obwohl ich mich auch anonymisiert habe und auch meine Handys nicht zu dem Treffen mitgenommen hat, wird man mich dann irgendwie verfolgt haben, davon gehe ich aus. Und dann hat man meinen Wohnort festgestellt. Ja, woraufhin dann die Ermittlungen in meine Richtung gingen, auch Observierung, TKÜ, wobei mir keine Beweise aufgetreten sind. Ich habe nie am Telefon geredet oder sonstiges, aber man konnte anhand dessen, dass man meinen Provider angezapft hat, nachweisen, dass mein Traffic immer wieder verschlüsselt ist, sobald mein Laptop angeht. Worauf man hin auch sagen konnte, okay, das muss er sein, ne? Weil ständig ist der Traffic verschlüsselt. Ja. Und dann wurde das so gemacht, dass die analysiert haben und erstmal mein Verhalten getrackt haben, würde ich jetzt mal so sagen, dass, sage ich mal, immer um 15 Uhr und um 7 Uhr morgens der Laptop angeht. Ja. Und das über Wochen. Und daraufhin haben die sich Zeiten ausgerechnet. Und dann war das bei mir so, dass dann eines Morgens, wo sie eigentlich dachten, also der Laptop war auch an, dass ich gerade am Laptop sitze, dann ist die Tür aufgebrochen worden, auch mit dem Rambock vom LKA. Und dann ist die Polizei reingestürmt. Ich war aber auf der Couch neben dem Laptop am Schlafen. Und habe dann, weil man es aus der Szene so kennt, aus Post und sowas, geistesgegenwärtig den Laptop abgeschaltet. Und das hat auch wirklich geklappt. Der ist ausgegangen in dem Moment, wo die Beamten ja mit 5 bis 6 Mann in meinem Zimmer mit gezogener Waffe standen, war der Laptop schon aus. Ja, mir ist mein Herz stehen geblieben. Ich kann die Gefühle, die ich da erlitten habe, nicht mehr beschreiben. Ja. Mir war heiß, mir war kalt, ich konnte nicht mehr denken. Und dann ist man ganz schnell nicht mehr der Aber King. dann, Ja. 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 Ja, und dann liegt man da in Boxershorts halb nackt und dann darf man erstmal aufstehen. Ich dürfte mich nicht mal anziehen. Ja, dann wurde die Wohnung durchsucht, mein Laptop sichergestellt, diverse Gegenstände aus der Wohnung entfernt, alles, was mit Elektronik zu tun hat, also selbst ein alter MP3-Player, DVD-Player, Playstations, alles, was auch nur einen USB-Anschluss hatte, wurde mitgenommen.
Ja, und ich bin dann direkt in die JVA gebracht worden. Ja. Und dieser Zugriff war, Also ein hast du da alleine Hauptbestandteil. gewohnt oder war das bei deinen Eltern? Nee, ich habe alleine gewohnt. Ich hatte eine etwas schwierigere Kindheit und war zu dem Zeitpunkt in einem betreuten Wohnen, wo keine Betreuer mehr sind, sondern man nur noch ein, zweimal die Woche von den Betreuern besucht Okay. wird. Und dann bist du direkt, die hatten den Haftbefehl dann auch schon dabei wahrscheinlich. Und dann bist du in Richtig, ja. U-Haft gekommen direkt. Ja. Richtig. Wie haben dann deine Eltern und dein Umfeld irgendwie reagiert? Hattest du die Chance, mit denen irgendwie noch Kontakt aufzunehmen oder? Mir wurde ein Moment. Mir wurde durch die Beamten die ganze Zeit gesagt, nein, du kannst in der JVA ein Telefonat machen, dir steht ein Telefonat zu. Ich kannte mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht aus und habe das leichtgläubig erstmal hingenommen. Es ging dann nicht direkt in die JVA, sondern erstmal auf die Polizeiwache, ins Polizeigewahrsam. Ich denke, dass dort noch, ich weiß nicht, ob der Haftbefehl noch dingfest gemacht wurde oder ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall nach 4, 5 Stunden wurde dann der Transport gemacht in die JVA. Ja, und dann erlebt man erstmal in der JVA, dass es nicht so ist, wie die Beamten gesagt haben. Da herrscht ein ganz anderer rauer Ton. Als Beispiel, ich kam dann in so einen Warteraum, musste erstmal Ewigkeiten warten, bis ich Ja. aufgerufen wurde. Dann kam man da in die Kammer. Das ist der Raum, wo man ja ausgestattet wird mit all dem Zeug, was man für da braucht. Und dann hatte ich direkt dort gefragt, wie sieht es denn mit dem Telefonat aus? Und dann kam, ja, da können wir später mal nachgucken, wir sind hier kein Hotel oder irgendwie sowas in der Tonlage, ne? Also das war wirklich brutal. Ja, da schlägt man dann ganz hart auf, ne? Ja, dann musste ich mich auch komplett ausziehen, meine Beine, also mich nach vorne beugen, meine Pobacken spreizen, meinen Hodensack heben, die Vorhaut zurückziehen. Sämtliche Sachen, wo man eigentlich nicht mit rechnet, wenn man so hinter dem PC Ja, sitzt, ja. und du bist dann in die JVA gekommen. Wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt war ich 26. 26. Also eigentlich schon ein erwachsener Mann, ne? Im Endeffekt. Ja, Und was ja, waren so deine ersten ja. Gedanken, als du dann in der JVA gesessen bist? Wie hast du dich gefühlt? Was waren deine Gedanken? Also ich komme aus einem sehr, sehr guten Umfeld, wenn man das so sagen kann. Bin auch relativ gebildet. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als ich da war. Der Großteil spricht nur gebrochenes Deutsch, wenn überhaupt. Ja, das andere Klientel kommt meist aus ja, bildungsschwächeren Gegenden, würde ich mal so sagen. Ja, und ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt, ne? Dazu bin ich noch Deutscher, das heißt, ja, im Knast ist eher so Rassentrennung, wenn man das so sagen kann, ne? Also jede Gruppe ist da für sich. Araber, Türken, Russen, Polen. Also da weiß man auch nicht, in welche Gruppe man gehört und habe mich da eher zurückgezogen und bin da auch dann nicht mehr rausgegangen, ja. Ja, und war das so für dich auch so das erste Mal, dass du gesagt hast, hey, ich habe richtig Kacke gebaut? Oder war das ein längerer Prozess? Das hat noch bis nach der U-Haft gedauert, würde ich sagen. In der U-Haft hat man sich die ganze Zeit eingeredet, ja, vielleicht kriegt man das noch hin? Ja, ne? Und nach der U-Haft, wo dann das Urteil gefallen ist, und man sich damit abfinden musste, ich werde jetzt erstmal hier bleiben, es geht nicht mit Bewährung nach Hause. Ja, ab da kam so die Reflexion, was habe ich eigentlich gemacht? Wie krass ist das denn? Und, ne? Und du warst wie lange in U-Haft? Gute 4,5 Monate, ja. Ist der Prozess losgegangen im Endeffekt. Richtig, richtig, Was wurde dir genau. da vorgeworfen? Mir wurde vorgeworfen, Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten, Veränderung von Daten, Manipulation mit Computerbetrug. Ja, den Begriff vom Filling weiß ich jetzt nicht Okay. mehr. Auf jeden Fall ging es um Ja. Computerbetrug,
Kreditkartenbetrug und Phishing im Endeffekt. In wie Ja, vielen Fällen? Ausspähen von Daten auch noch genau in Und das 82 war ja Fällen. wirklich nur die Spitze des Eisbergs, so nach dem Gespräch. Ja, drei Drei Adressen Adressen. waren es, ja. Und du wurdest nach Jugendstrafrecht verurteilt? Bist du noch dran? Ah, okay. Ja, ich bin noch Du dran. wurdest nach Jugendstrafrecht verurteilt, oder? Dann im Endeffekt. Richtig, richtig. Ja. Wie hat die Strafe ausgesehen? Was für ein Urteil hast du bekommen? 2 Jahre Zwei ohne Jahre ohne Bewährung. Bewährung. Und dann bist du quasi, 24 ja, Monate. und dann bist du in Strafhaft gegangen, ja. Also, wurdest du dann verlegt oder wie ist es Genau, weitergelaufen? also mit dem Urteil bin ich auch gar nicht mehr auf diese Station zurückgekommen. Dann waren meine Sachen gepackt, und ich bin zwar in die gleiche JVA gekommen, aber direkt in ein anderes Haus. Ja. Okay. Und jetzt in der Zwischenzeit, was hat dein Umfeld gesagt? Wie haben deine Eltern reagiert und so? Das muss ja für die alles ein Riesenschock gewesen sein. Ja, die konnten das nicht glauben, ne? Ja. Also die sind aus allen Wolken gefallen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, die in der Nacht ausgerechnet oder zum Glück nicht bei mir geschlafen hat. Die habe ich auch dann nie wieder gesehen. Ja, meine Eltern haben da zu mir gehalten und sind mich besuchen gekommen. Aber auch unter der Prämisse, dass sich das ändert, und dass sie dafür auch kein Verständnis haben, weil die so ein Kind nicht erzogen haben. Ja. Ja, ich glaube, das ist gerade für Eltern ein Riesenschock. Und ich glaube, da merkt man auch, dass man mit solchen Taten halt auch andere Menschen mit reinzieht, die einem wichtig sind, ne? Also es ist ja bei mir ähnlich gewesen. Ja, ja, Man ja. tut da seinem Umfeld echt leid. Meine größten Opfer ist mein näheres Umfeld gewesen, ja. Ja. Und dann, du warst dann in Strafhaft, hast du die 2 Jahre komplett abgesessen? Nee, ich bin auf 2/3, weil ich Erststraftäter war, entlassen worden nach 16 Monaten. Okay. Und wann war für dich so der Zeitpunkt, dass du mal reflektiert hast und gesagt hast und selber, oder gab es überhaupt den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, ich habe eine riesen Scheiße gebaut? Und hast du dich auch so mal mit den Opfern beschäftigt dann in der Zeit? Ja, im Urteil wurde noch eine Schadenswiedergutmachung eingefasst, sag ich jetzt mal. Und da musste ich jedem von diesen drei Opfern 5.000 € bezahlen. Ja, wobei man da sich dann auch mit den Opfern beschäftigen musste. Ich musste selber Kontakt zu denen aufnehmen. Ja, und da hat man eigentlich das erst noch mal richtig reflektiert, sag ich mal. Und bist du dann Dass auch das meist. wirklich für dich zu dem Schluss gekommen, dass du echt Menschen Scheiße angetan hast? Oder würdest du sagen, ich mach's nochmal? Also, ich würde es nie wieder machen, weil ich auch, wie du es gerade gesagt hast, die Einsicht habe, dass es nicht nur asozial, sondern auch. Ja, ich finde da heutzutage gar keine Worte mehr für. Ich würde das niemals einem Menschen mehr antun, weil viele von den Leuten hatten auch in den Ermittlungsakten Hausdurchsuchungen. Ich erinnere mich an einen Fall, der seine deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen hat. Ja. Wegen dir im Endeffekt. Ja, wegen uns, ja. Ja. Und ja, was würdest du sagen, was würdest du einem Jugendlichen sagen, der jetzt, und es sind ja wirklich Großteil junge Männer oder Jugendliche, die da im Fraud-Bereich unterwegs sind, was würdest du sagen, wenn dein Bruder oder ein Bekannter das macht? Was würdest du ihm sagen? Ich würde ihm raten, damit aufzuhören, weil kein Geld der Welt, egal wie viel das ist, wie groß dieser Berg wird, kein Geld der Welt kann deine Freiheit aufwiegen und das Gefühl, was du am Ende erleidest, wenn du eine Hausdurchsuchung hast. Noch heute, das ist jetzt um die 5 Jahre her, wenn es klingelt, zucke ich heute noch zusammen. Oder wenn ich im Flur Geräusche höre, die nicht zum Flur passen, ne? Ja. Man ist, ja, ich würde das ein posttraumatisches Erlebnis nennen, ja. Ja, und es ist halt, glaube ich, auch das Riesenproblem an Internetkriminalität, dass man, bei mir war es ja ähnlich,
und auch bei vielen anderen, mit denen ich spreche, dass man diese Taten und die Opfer einfach nicht sieht und es sehr, sehr leicht fällt, das beiseite zu Genau, schieben genau. und dann das als Spiel, als technische Aufgabe, was weiß ich, zu sehen, aber nicht als kriminelle Handlung. Richtig, richtig. Ich habe das auch nie, also anfangs, wo man damit angefangen hat, hatte man ein bisschen Paranoia. Das hat sich dann aber gelegt und dann sieht man das tatsächlich wie ein Spiel an. Ich habe das wie eine Aufgabe angesehen, tagtäglich meine in Anführungsstrichen Arbeit zu erledigen. Morgens fischen beziehungsweise nachts kurz aufstehen, alles absenden, dann morgens zur Schule, nach der Schule die Daten auswerten, und dann weiterkarten, ne? Also, ja. Genau, und man merkt es immer wieder in der Fraud-Szene, da eignet man sich dann so eine gewisse Überheblichkeit auch an, auch gegenüber den Opfern, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Und in den meisten Fällen ist man irgendwann dran und dann steigt man ganz hart auf und dann ist man nicht mehr so ein harter Internet-Gangster, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Und selbst die Leute, es gibt heute noch Leute, die den Rang haben, den ich damals hatte. Ich hatte dort einen Elite-Account. Und ich sage euch, jeder von euch hat mich angehimmelt und wäre gerne an der Position gewesen, an der ich war. Aber all das hat das nicht aufgewiegt. Also dieser Stress und dann die Zeit in der Haft. Ich weiß, dass ihr jetzt heute lacht, aber irgendwann wird es klingen. Hundertprozentig. Ja, sehr gute Message. Also an alle, die da unterwegs sind, ihr seht es an Dominik oder auch an mir, wo das hinführt. Es ist viel Leid für andere Menschen. Ihr beklaut deren Daten ihr ausnutzt, für eure Familie und auch für euch selber. Und es wird, wenn man nicht aufhört, irgendwann klingelt es an der Tür und dann ist das Leben erstmal vorbei, so wie es vorher war. Das ist ganz klar. Ja. Die Opfer im Carding-Bereich, da weiß ich, dass die wegen Beihilfe zur Geldwäsche teilweise verurteilt wurden. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch für die Wigs nicht. Und viele von den Leuten, wo wir gefilmt haben, da weiß ich, dass die dieses Geld auch noch heute zurückzahlen müssen. Also dort sind erhebliche finanzielle Schäden entstanden. Im Bereich Filling müssen die Wigs sehr, sehr oft das Geld zurückzahlen, weil oftmals, wie ihr das nennt, wenn der BD down geht, ist das so meist die letzte Zahlung, die irgendjemand zurückgebucht hat. Und wenn das jemand ist, der sowieso ein Konto hatte, was auf 5 € geführt wird, Saldo, und diese letzte Zahlung, sagen wir mal, das war ein Fiddingbetrag von 1.500 € und das WIG zieht den zurück und das andere WIG, das den BD gestellt hat, ja, da geht das Konto dann ins Minus, ne, weil das Geld ja meist dann schon versendet ist. Ja. Muss man sich mal überlegen, da macht man sich, glaube ich, in der Fraud-Szene überhaupt keine Gedanken. Man nutzt andere Menschen aus, die eh schon in der Notlage sind, weil die einen Job suchen. Diese Menschen erstellen dann ein Bankkonto. Dieses Bankkonto wird illegal gefillt. Ja? Und diese Menschen, die im guten Glauben gehandelt haben, dass sie jetzt einen Job haben, kriegen erstens den Job nicht bezahlt und zweitens oft noch eine Anzeige, weil die Geldwäsche unterstützt haben oder Internetkriminalität. Ne? Da kann man richtig, da gehen richtig Leben kaputt. Ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, du hast deine Strafe abgesessen, du hast deine Schuld beglichen, sage ich jetzt mal, insoweit man das kann, was die Justiz angeht, was mit deiner Psyche ist und auch mit deinen Opfern, das steht auf dem anderen Blatt. Ich glaube, eine Wiedergutmachung gibt es in solchen Fällen nicht, ist bei mir ja ähnlich. Niemals. Ne? Niemals. Man kann nur versuchen, so wie du jetzt, und das ist ja auch ein ganz mutiger Schritt, jemanden aus der Fraud-Szene vor die Kamera zu bekommen, der da mal so ein bisschen spricht. Ist ja ganz schwer, also ist nicht easy. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Was mich noch interessiert und glaube auch viele Zuschauer, wären so die Sachen, wie schützt man sich vor Phishing, generell vor Betrug im Internet? Was wären so deine Quick-Tipps dazu? Also als ersten Quick-Tipp würde ich geben, wenn es sich zu schön anhört, ist es nicht wahr. Als zweite Sache, wenn eine Phishing-E-Mail kommt, ein seriöses Unternehmen wird euch niemals nach euren persönlichen Daten fragen, nicht mal nach der E-Mail-Adresse. Ja, 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 das wäre es genau, schon. Ja. genau. Ganz wichtig, gebt niemals eure Daten ein. Weder PayPal noch irgendeine Bank wird euch auffordern,
über E-Mail irgendwo eure Daten einzugeben. Im Zweifel ruft die Bank an. Und auch ganz wichtig, Jobangebote im Internet. Wenn es so schön ist, wie der Dominik sagt, um wahr zu sein, ist es meistens auch so. Und wenn es dann in Richtung Scans geht, ja, dass ihr euren Ausweis scannen sollt, sehr, sehr vorsichtig sein, dann seid ihr meistens bei Betrügern gelandet. Und auch niemals ein Bankkonto eröffnen, wenn es jemand anders von euch möchte. Niemals. Das ist ganz Ja. wichtig. Ja, Dominik, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für das Interview. War sehr interessant. Ich glaube auch für meine Community und für viele Menschen, die auch Opfer von Betrug geworden sind. Ich weiß, es ist nicht einfach für dich, da auch vor die Kamera zu gehen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir ändern deinen Namen und machen dich unkenntlich, weil natürlich auch in der Fraud-Szene sowas überhaupt nicht gerne gesehen wird, ne? Nee. Dass da die Methoden ausgeplaudert werden und so weiter, dass man aus dem Nähkästchen spricht. Deswegen vielen Dank, dass du so mutig warst und dich hier dem Interview gestellt hast. Ich würde dir jetzt gerne nochmal, ich mache das immer so in Interviews, nochmal die letzten Worte geben, wenn du noch was zu sagen hast an die Community. Schieß los. Also ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Also es lohnt sich nicht, egal wie viel Geld vor einem liegt. Ich kann euch sagen, in Höchstzeiten hatte ich auch 500, 600 Bitcoins ohne Probleme. Ja, all das Geld ist heute weg, ne? Das Einzige, was mir geblieben sind noch Kleinigkeiten an Kleidung oder sonstigen Luxusgütern. Aber auch die gehen früher oder später kaputt und dann ist alles weg. Also ja, nichts, was ich aus der Zeit von damals hatte, habe ich noch. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, dann hast du falsch gelebt oder falsch gehaushaltet. Naja, ihr wisst, wie das ist. Ihr kriegt heute 1.000 rein und gebt morgen 2 aus. So ungefähr, ne? Ja. Ja, und das ist, glaube ich, kein Leben, wo man sich wünscht. Ne? Im Endeffekt, alle sind irgendwann dran. Und dann hört der Spaß auf, weil im Internet irgendwelche Leute abziehen oder dann in einer Zelle zu sitzen, in einer JVA mit Leuten, die auch auf der Straße gewalttätig waren oder was weiß ich, das ist eine Ja. andere Sache. Da sind die ganzen Leute nicht mehr so hart. Ne? Ja, ich auf jeden Fall auch nicht. Ja. Ja, ich ging mir ähnlich. Da schlägt man ganz hart auf. Ne? Ja. Dominik, vielen Dank dir nochmal. Und wie gesagt, Leute, ihr habt gehört, wo das hinführt. Der Dominik hat auch ein paar Tipps gegeben, wie ihr euch schützt vor Phishing und allgemein Internetkriminalität. Und dann sage ich mal, an der Stelle gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.